Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario, die Legende vom Mehrenthor. Ich habe zwar letztes Mal gesagt, ich hole 100 Münzen, habe ich aber nicht gemacht, weil die Gegner droppen einfach zu wenig und ich wollte kein Level Up ohne euch machen, nein. Und ja, ich habe rausgefunden, dieser Typ ist jetzt da. Funkelbares. Der tauscht Sternsplitter gegen Orden. Natürlich tauschen wir. Und was hat er denn so im Angebot? Für 3 Sternsplitter. Sound bringt eigentlich gar nichts. Daneben verhindert gegnerischen Erstangriff. Brauche ich nicht. Gegnerische Angriffe gehen manchmal daneben. Will ich auch noch nicht haben. Ich spare erstmal für einen späteren Orden. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht genau für welchen, aber ich spare erstmal. Ich werde mir wahrscheinlich eh alle holen, weil ich ja 100% mache. Jedenfalls geht es erstmal wieder weiter. Ja, jetzt geht es endlich mal weiter zum ersten, auf zum ersten, ja, Stern, Teil, was auch immer. So, und dann gehen wir mal hier hin. Hier haben wir den letzten Mal den Blooper besiegt. Und komm, den Sprung schaffen wir noch. Gut. Und jetzt gehen wir in diese Burgröhre. Jedenfalls hat die andere Farben. Und ist grau oder warum auch immer. Da kommt ein weißer Bildschirm und sagt uns: Herzlich willkommen im Kapitel Numero 1. Genau, und da dreht sich so eine schöne Münze. Und das flackert ein bisschen, ja egal. Logats Burg. Burg. Und wir fangen an im Feuertal. Obwohl es überhaupt nicht nach Feuer aussieht, weil es eine schöne Wiese ist. Naja. Was hast du dazu zu sagen? Du sagst, ja, Feuerteil. Das erste Sternjuwel. Unser Abenteuer beginnt. Yeah, und wir hauen erstmal alle Bäume kaputt. Und finden prompt einen Sternsplitter. Ist auch cool. Und ein Pilz. Yeah. Also immer schön die Bäume austesten und was auch immer. What the... Es ist Ridley. Das ist... Wer soll das sonst sein? Okay. Was war das? Was zum Henker? Oh, das ist eine Burg. Und das ist garantiert nicht der Logart, dem die Burg gehört. Garantiert nicht. Denn das ist Bowser Juniors Castle von Yoshi Island. Genau, die ist auch so schön schwarz-weiß. Jedenfalls befindet sich hier irgendwas hinter. Man kann ja nie wissen. Das machen die gerne. Also gucken. Oh yeah, Block! Pilz noch einer! Man kann nicht genug Pilze haben. Oh, nix drin. Oh. Yeah, fangen wir an. Und noch mehr Bäume hauen. Ein roter Kasten, das heißt Orden drin. Aber erstmal gegen einen Goomba kämpfen. Peak Goomba und normaler Goomba. Beide schön gescannt. Und yay. So, ja, das war natürlich eine tolle Taktik. Jetzt kann ich mit ihr gar nichts machen. Nee, das war blöd. Und ich krieg Konter nicht hin. Na, egal. Ich hau dich tot. Ach ja, ich wollte euch fragen, wie sieht das aus mit wilden Kämpfen? Also hier so, kämpfen halt. Soll ich viele rausschneiden? Soll ich alle drin lassen? Soll ich die meisten drin lassen? Was sagt ihr dazu? Ja, Level Up! Yay, cool. Natürlich nehmen wir keine KP, sondern für den Anfang erstmal BP. Ja. Ihr schreibt das einfach mal in die Comments, wie das mit den Kämpfen ist. So, und wir kriegen den Orden Turmenix. Und der bringt... Genau, wir haben dann noch frei, also nehmen wir den... Wenn wir im Vorsichtmodus sind, das heißt unter 5 KP. Oder 5 KP. Dann... Ja. Dann treffen wir Gegner nicht immer. Und, ja, da ist ein Orden, da kommen wir aber noch nicht ran. Yay! Ne, kein Bock gegen dich. Also ich versuche so wenig Kämpfe wie möglich sowieso zu machen schon mal. Und wenn Level erforderlich ist, dann level ich halt offscreen. Das finde ich nämlich besser für euch und für mich. Habe ich hier nicht gerade irgendwas gesehen? Ah, okay, das habe ich gesehen. Schnell darauf und weg von dir! So, ich bin der Meinung, da ist ein Sternsplitter, den ich gerade noch... Nee, ist nicht. Brauche ich gar nicht erst gucken. Oh yeah, da hinten ist ein Schalter. Boing. Oh mein Gott, eine Brücke. Yay. Das ist die Golden Gate Bridge. Und da ist sie schon. Wunderschön.
Ich habe das Gefühl, wenn man springt, ist man schneller. Aber es muss nicht stimmen. So, dahin ist, sage ich mal, nichts mehr. Und dann gehen wir den schönen langen Weg zurück. Ja. Okay, komm, noch ein Stück, noch ein Stück. Gleich haben wir's. Wir haben's jetzt. So. Ja, okay. Ist hier im Busch was? Ja, ein Geschenk. Cool. Das will ich haben. Mysterium. Das kann ich euch irgendwann mal im Kampf zeigen. Boah, gibt's hier viele Items. Und wo kommen wir jetzt hin? Yay, ein Dörfchen. Und zwar Blütenweiler. Oh, ein idyllisches Cooper-Dorf mit Torts und alles mögliche. Und Coopern. Und Schmetterlingen. Ja, ich bin Reisender. Man nennt ihn Blütenweiler. Keine Touristen mehr, weil dieser schreckliche Logart, der Drache. Oh Gott, ich hab's gespoilert. Mein Gott, Logart ist der Drache. Jetzt habe ich es echt gespoilert. Ja, ich bin auf Suche nach Steinen. Bürgermeister, okay. Ja, genau. Die Alten zum Rat, die Jungen zur Tat. Pink. Okay, ein pinkes Haus hat er also. Da will ich nicht rein. Ich habe genug Energie. Gehen wir mal in den Shop. Brauche ich was? Ich glaube nicht. Was gibt's denn hier? So Pilz. Kuba-Panzer, Verteidigung. Und Powerblock. Was habe ich denn so wie Items? Ich möchte es gerne mal gucken. Ich nehme mir einfach mal so einen Powerblock mit. Kann ja nicht schaden. Und kostet auch nicht die Welt. So. Kann man speichern. Ich rede jetzt nicht mit allen Leuten. So, ja. Nee, ich rede jetzt nicht mit Leuten. Mario ist kein gesprächiger Mensch. Oh, ein Bom-Bomb. Bom-Bomb. Bom-Bom. Wie auch immer. Der du bereichst die Welt, oder was? Okay, das ist ein Peach-Fan. Den will ich gar nicht einladen. Der ist mir viel zu verrückt. Ja, egal. Weiter ins nächste Gebiet der Stadt. Der Dorf. Des Dorfes. Und ja, das rosa Haus ist da hinten. Was sehen wir da? Ein Orden. Yay. Kommen wir nicht ran. Betreten wir dieses nette Haus. Häuschen. Bartknollennase. Hm. Nein, ich bin kein Dieb. Viel zu voreilig, dein Entschluss. Ich bin kein Dieb. Kannst du nicht hören? Ja, ich bin kein Dieb. Ich bin auf ein Sternjuwel. Jetzt schiebt er wieder die Schuld auf mich. Das ist ein Kaut. Logart, ja, wer hätte das sonst gedacht? Du kennst doch Logart, den richtigen, ja, dem Namen nach. Wahrscheinlich labert ihm jetzt. Ja, ich will euch befreien. Korrekt, ich brauche keine Belohnung. Das mache ich einfach wie bei den meisten Spielen, dann kriegt man meistens. Das heißt, ach, Mario, passt schon. Na, passt. Sonnenschlüssel und Mondschlüssel, okay. In die Geröllburg. Boah, haben die viele Wörter. Na, okay. Endlich bin ich von diesem alten Typ weg. Der war mir nicht ganz geheuer. Yay, yeah, was sind das für... Tussen. Die drei Grazien, die die Welt bereisen. Klares Wasser und frische Luft. Und Logart. Genau. Und den Fisch wollte ich auch mal guten Tag sagen da. Leider war er vor der Mauer und man konnte ihn nicht sehen, aber okay. Ja, der zieht mir einen Energie ab. Mail, ich habe eine Mail. Ja, ich bekomme Mail von Freunden. Da gucken wir doch gleich mal nach. Mal sehen, was haben wir denn? RAD. Danke, ja. RAD heißt wahrscheinlich das Mail-System, also ist mir das scheißegal. Ja. Der wird mir immer wieder Mail schreiben, oh Gott, Spam, Spam. Und er hat mir so, oh Gott, hat mir ein schönes Bild geschickt. Oh, ist das wunderschön. So. Genau. Steinmonster, okay. Er öffnet das Tor und leider habe ich jetzt nicht mehr viel Zeit. Was zum... Oh, ein Koopa. Ja, ja, hallo Kubio. Äh,
Okay. Komischer Typ. Ja, ein komischer Koopa meine ich natürlich. Ja, wie gesagt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Deswegen gehe ich jetzt speichern und sage für euch, ich bin Grudgeman. Das ist Super Paper Mario. Warum sage ich Super Paper Mario? Das gibt's doch nicht. Das ist Paper Mario, die Legende vom Endentor. Blark. Irgendwie passt das Blark überhaupt nicht in dieses Spiel rein. Blark. Wie mache ich das? Blark. Ja, das ist gut. Blark.